Dem Stammtisch wird oft eine vereinfachte, undifferenzierte Argumentationsweise unterstellt, für die sich Begriffe wie Stammtischparole, Stammtischpolitik und Stammtischniveau etabliert haben. Vor allem in ländlichen Regionen und in kleinen Gemeinden war die Zugehörigkeit von Stammtischen an höheren Sozialstatus gebunden. So setzte sich ein Dorfstammtisch bis weit in die Hälfte, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem aus örtlichen Honorationen wie dem Bürgermeister, dem Arzt, dem Apotheker, dem Lehrer, dem Förster oder den wohlhabenden Bauern zusammen. Die Einladung, an einen Ortsfremden am Stammtisch Platz zu nehmen, galt als nicht selbstverständliche Hochachtung. Ja, und wenn ihr in Bayern zu Besuch seid und geht in ein vollbesetztes Lokal und der einzige Tisch, der dort frei ist, ist der Stammtisch, dann versucht euch mal dort hinzusetzen. Und wenn ihr dann noch ein kleines Bier bestellt, ja, dann ist aber was los, mein Lieber. Dann heißt, komm wieder, wenn's durchschaust. Ja, und damit herzlich willkommen auf Soundless Driving zu einem neuen Video. Mein Name ist Thorsten Ludwig und um es gleich vorweg zu sagen, auch ich gehe mal hin und wieder auf einen Stammtisch und das ist ja grundsätzlich mal gar nichts Verkehrtes. Aber, wie gerade eben ja schon eingangs von mir erwähnt wurde, Stammtischparolen, Stammtischniveau, Stammtischpolitik, auch das habe ich manchmal unter meinen Kommentaren, über die ich im Großen und Ganzen recht dankbar bin, aber es gibt eben auch viele Halbwahrheiten, vieles Halbwissen und damit möchte ich heute mal versuchen aufzuräumen und zwar geht es um die E-Fuels oder den synthetischen Diesel. Das schreibt man ja häufig hinter die Kommentare, Elektromobilität ist ja nicht das Richtige und es kann ja nur eine Brückentechnologie sein. Und überhaupt, E-Fuels ist die Zukunft und Wasserstoff auch. Naja, mit Wasserstoff glaube ich, haben wir mehr oder weniger aufgeräumt mit diesem Thema. Wen es interessiert, ich habe eine Playlist erstellt. Da gibt es eine Playlist mit dem Titel Wasserstoff. Da gibt es sehr viel Informationen zu diesem Thema Wasserstoff. Und eine weitere Anmerkung noch für diejenigen, die gar nicht so sehr unten in die Shownotes reingucken, wo ich immer wieder die Links oder meine Quellenangaben mache. Da habe ich auch einige YouTuber verewigt, Links zu einigen YouTuber-Kanälen gebracht, die sich sehr, sehr intensiv und seriös mit Themen aus der Elektromobilität auseinandersetzen. Also auch da schaut gerne mal rein, wenn ihr noch die eine oder andere Meinung hören wollt, sehen wollt. Viele von euch kennen natürlich die üblichen Verdächtigen, aber es sind ja auch immer wieder neue Zuschauer hier auf dem Kanal und auch ein kleiner Hinweis, bitte schaut euch meine ehemaligen Videos an, ich habe sehr viele gemacht, oder auch die Videos der Kollegen. Da könnt ihr euch dann noch eine weitere Meinung einholen. Ja, und dann kommen wir zum Thema E-Fuels oder synthetische Diesel. Und wir wissen alle, CO2 muss eingespart werden. Bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen des Verkehrssektors um 40% gesenkt werden, also von 160 Millionen Tonnen, die wir 2018 noch ausgeschüttet haben an CO2, sollen es dann nur mehr 100 Tonnen sein. Ja, wie macht man das? Elektromobilität ist natürlich ein Thema. Da fährt man klimaneutral, weil es wird einfach kein CO2 ausgestoßen. Aber es erscheint auch immer wieder in letzter Zeit der synthetische Diesel, synthetische Kraftstoffe oder E-Fuel. Als Argument gilt immer, dass dort kein CO2 ausgestoßen wird. Und das mal ganz vorneweg ist falsch. Natürlich wird beim Verbrennen von E-Fuels, einigen wir uns jetzt mal auf den Namen, E-Fuels, CO2 ausgestoßen. Aber das CO2 wird vorher gebunden, dann wird ein E-Fuel draus gemacht und dann wird das E-Fuel wieder ausgestoßen. Das heißt, es soll einen runden Kreislauf geben. Eigentlich, was das anbelangt, CO2 anbelangt, ein perpetuum mobile. Das heißt, wir holen uns CO2 auf der einen Seite, woher das kommt, dazu komme ich gleich, verarbeiten dann das mit Hilfe der Chemie und mit Wasserstoff in die E-Fuels, dann packen wir es in den Tank. Dann wird wieder CO2 ausgestoßen, das CO2 holen wir uns wieder, Wasserstoff,
E-Fuel, CO2-Ausstoß, CO2 wieder reinholen und so weiter und so weiter. Wir haben also praktisch einen geschlossenen Kreislauf und ja, das wäre ja nochmal wirklich eine ganz tolle Sache. Und bei E-Fuel spricht man von der Power-to-Liquid-Technologie. So, wie funktioniert jetzt diese Power-to-Liquid-Technologie im Groben? Also es wird über saubere Energien, wie zum Beispiel Photovoltaik oder Windkrafträder, die ja keiner haben will, oder Wasserkraft, die wir nur bedingt haben, wird Energie, also Strom, erzeugt. Mit diesem Strom wird dann Wasserstoff erzeugt. Mit Wasserstoff und CO2 wird dann dieser synthetische Treibstoff erstellt. Und dieser synthetische Treibstoff, der kann dann verwendet werden, um ihn zu verbrennen. Und bei dieser Verbrennung verflüchtet sich natürlich auch wieder CO2. Aber man kann eben Motoren, Verbrennungsmotoren, die natürlich modifiziert werden müssen, antreiben, um damit in die Luft zu gehen, auf die Straße, Langstrecken, Busse, LKWs und natürlich auch Autos. Aber so gut sich das anhört, die ganze Sache hat natürlich auch noch einen Haken. Also der Grundstoff für diese E-Fuels ist Wasserstoff und CO2. Und da gibt es zwei Verfahren, wie man dann diese E-Fuels herstellen kann. Das eine ist, dass man mit Wasserstoff und CO2 zu Methanol umwandelt. Aber Methanol ist natürlich kein etablierter Treibstoff. Also Methanol wird im Grunde für diese Highspeed-Rennen verwendet, für PS-Boliden. Ich glaube auch so eine Art Methanol sind ja bei den Drag Race-Rennen wird damit verwendet. Aber es ist halt nicht im normalen Automobilsektor, im normalen PKW-Sektor einzusetzen. Man kann auch diesem Methanol nur ungefähr 3% Benzin zumischen, so dass das Ganze dann nachher eben auch entsprechend verbrannt werden kann. Und dazu müssen diese Motoren, Ottomotoren, umgewandelt werden oder erneuert werden. Also ist natürlich unsere alte Industrie, würde das natürlich bevorzugen, weil sie müssen nichts Neues entwickeln, sondern sie können im Grunde vorhandene Technologien nutzen, ein bisschen modifizieren und nach wie vor ihre Autos verkaufen. Es ließe sich auch Methanol in einem weiteren Verfahrensschritt zu Benzin umwandeln. Allerdings ist das schweinemäßig teuer. Übrigens ein kleiner Disclaimer, der hätte eigentlich zu Anfang kommen sollen. Ich bin kein Physiker, ich bin kein Chemiker, ich bin kein Ingenieur. Aber ich glaube, von euch sind dort sicherlich einige Zuschauer, die viel, viel mehr Wissen oft in diesem Bereich haben als ich. Also bitte schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und wenn da so richtig tolle, gute Sachen drin sind, dann werde ich das auch oben an allererster Stelle anpinnen. Das kann man nämlich machen. Allerdings kann man immer nur eins anpinnen. Man hat aber auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen zu filtern nach relevantestem Kommentar oder nach neuestem Kommentar. Also spielt da ruhig mal ein bisschen rum und vor allen Dingen schaut mal, ob da oben dann was angepinnt ist. Manche von euch schicken auch tolle weiterführende Links mit in die Kommentare. Also wie gesagt, wenn ich dem gewahr werde, werde ich das dann oben auch anpinnen. So, die zweite Methode, die es gibt, ist die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese, also die FTS-Synthese. Die ist bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt geworden. Und zwar hat man ja, die genutzt, um Kohle zu verflüssigen. Und dazu braucht man allerdings Kohlenmonoxid, also Kohlendioxid, CO2, mit Wasserstoff wird zu Kohlenmonoxid reduziert. Dann kommt wieder Wasserstoff dazu. Das wird dann zu einem Synthesegas. Und aus diesem Synthesegas kann man dann nachher unter Hilfe der Chemie synthetische Benzin, Diesel oder auch Kerosin herstellen. Das ist eine ganz, ja, eigentlich, wie ich zu Anfang schon sagte, so ein PPT mobile. Das Problem ist nur, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, die Kosten sind immens. Und zwar Wasserstoff ist ja sehr, sehr teuer, um das herzustellen. Und es gibt ja immer so diese Faustformel, um 1 Kilogramm Wasserstoff herzustellen, mit dem dann ein Auto 80 bis 100 Kilometer weit fahren kann,
braucht man so viel Strom, wie ein Elektroauto heute schon braucht, oder ein Elektroauto heute braucht, um schon 200 bis 400 Kilometer weit zu kommen. Also da steckt im Grunde auch noch der Hase im Pfeffer bei diesen ganzen E-Fuels. Es ist bisher nur auf Laborebene im Grunde. Es gibt keine Tankstellen, da ist man noch weit, weit, weit von weg. Diese Methanol-Umwandlung oder das Ganze auf Methanol-Basis ist sehr, sehr teuer. Ich schätze mal, das wird locker 7, 8, 9 Euro pro Liter kosten. Bei der FTS-Synthese spricht man von 4,50 Euro, 5 Euro, die das Ganze ungefähr kosten wird. Das kann man natürlich dann runterdrücken, wenn man in die Masse kommt. Aber da sind wir noch so weit weg. Also da reden wir auch nicht über 3 Jahre oder 5 Jahre. Da sind wir noch so weit weg. Und auf der anderen Seite tut sich auf der Elektromobilitätsseite momentan so dermaßen viel, dass ich fast die Befürchtung habe, dass der Zug für diese ganzen anderen Dinge abgefahren ist mittlerweile. Wir werden zwar unterschiedliche Antriebsformen haben, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Also vielleicht ist Elektromobilität auch nicht das Allseligmachende, vor allen Dingen, wenn es dann nachher um Flugzeuge geht oder um Schiffe geht. Wobei, auch da gibt es ja die ersten Versuche. Aber ich denke, bevor wir ein Langstreckenflugzeug haben werden, was mit elektrischem Strom fliegt. Ich weiß nicht, ob wir das noch miterleben werden. Aber der Pro-Kopf-Verbrauch an Kerosin auf 100 Kilometer bei einem Flugzeug, was bis zu, weiß ich nicht, 60-80% voll besetzt ist, soll ja so dermaßen niedrig sein, also irgendwo um die 2, 3, 4 Liter pro Person, dass man... Ja, die Frage ist, wie hoch ist die Notwendigkeit, da jetzt Hunderte von Millionen zu investieren, um dann irgendwann mal dieses E-Fuel auch in Flugzeuge packen zu können. Aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ja, wie kriege ich jetzt dieses CO2, was zum Beispiel dieser Diesel dort jetzt auch draußen, dieser DHL-LKW ausstößt, wie komme ich an CO2? Da gibt es zunächst mal zwei Möglichkeiten. Und zwar kann man zum einen natürlich von Emittenten wie Stahlwerke, Zementwerke, chemische Produktionsanlagen, also all diese großen Industrieanlagen, die sehr viel CO2 in die Luft blasen, da kann man natürlich versuchen, dieses CO2 von denen zu ernten. So, und der zweite Punkt, wie man CO2 gewinnt, das könnten zum Beispiel Biogasanlagen sein. Und da braucht man eben keine Lebensmittel mehr, die man dort anbaut. Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in den Tank. Aber man kann das heute über Pflanzen, über Hölzer, über Gräser wohl schon auch machen, die CO2 gebunden haben, sodass man nur über chemische Prozesse dieses CO2 aus diesen Pflanzen rausholen muss. So, also das ist im Grunde das Prinzip, wie man diese E-Fuels herstellt. Die Verfahren sind im Grunde bekannt, aber es ist heute in keiner Weise der Durchbruch jeglicher Art von E-Fuels überhaupt gelungen. Und das liegt daran, dass es im Grunde heute nur einige Demonstrationsanlagen gibt in Europa, die synthetische Kraftstoffe produzieren. Neulich gab es mal eine Dokumentation eines Autosenders, wo sie mit E-Fuel dann auf der Rennstrecke gefahren sind, mit speziellen Autos, mit speziellen Motoren. Und dann hat man impliziert, dass E-Fuel ja E-Fuel die Zukunft ist und so weiter. Aber von Marktreife ist da überhaupt noch nicht zu sprechen, und es wird erst in vielen, vielen, vielen Jahren zu der ersten Produktionsanlage kommen. Man weiß immer noch nicht, oder zumindest ist momentan mir nicht bekannt, was so eine Produktionsanlage kostet, und dann eben die Produktion des Wasserstoffs. Das ist alles so dermaßen teuer, dass man sich wirklich fragen muss, lohnt sich das? Vielleicht gibt es irgendwann mal Verfahren, wo es ein bisschen günstiger wird und wo vor allen Dingen vielleicht die Flugzeugindustrie oder auch die Schifffahrtindustrie da ihren Nutzen daraus ziehen kann. Und dann kommt natürlich noch ein Punkt dazu, und das ist der Wirkungsgrad. Und jetzt wird's richtig fies.
seitdem es Elektroautos gibt, sind wir ja, wir Otto-Normalverbraucher, ist uns ja bekannt, was sein Wirkungsgrad ist. Das hat uns ja vorher alles nicht interessiert, weil es gab ja überall eine Tankstelle. Aber jetzt geht es um den Wirkungsgrad. Und bei einem Elektroauto, bei einem durchschnittlichen Elektroauto, spricht man von einem Kilowattstundenverbrauch von 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Bei einem wasserstoffbetriebenen Auto spricht man von 31 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also doppelt so schlecht, wenn man will. Und bei einem mit E-Fuel angetriebenen Fahrzeug spricht man von 103 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das muss man sich überlegen. Das heißt, man kommt heute schon mit einem Elektroauto 8-9 Mal so weit, oder wenn ich jetzt einen Hyundai Ioniq mit ganz, ganz niedrigem Energieverbrauch fahre, komme ich fast 10 Mal so weit heute schon mit herkömmlichen Akkus in dem Jahre 2019, 2020, wie ich mit einem E-Fuel-Fahrzeug heute käme. Also auch das kann sich natürlich entwickeln, aber wir haben zwei Dinge, die dagegen sprechen. Einmal der wahnsinnig hohe Preis und zum Zweiten der brutal schlechte Wirkungsgrad. Also insofern macht es natürlich auch keinen Sinn, in so eine Technologie zu entwickeln. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Die Links packe ich alle nach unten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann freue ich mich tierisch darüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, ciao. So, jetzt gehen wir zum Stammtisch.